Lieber Skorpion, herzlich willkommen. Ich bin Emmanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin und das ist die allgemeine Aussicht für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats beginnst du das kommende Jahr mit einer Konjunktion zwischen Pluto und Merkur in Steinbock. Die Erledigung von schriftlichen Formalitäten ist mit dieser Konjunktion begünstigt. Die Bearbeitung von Aufgaben sowie Papierkram können in der Vordergrund am Monatsanfang stehen. Es kann vorkommen, dass du stark an jemandem denkst oder eine Sache nicht loslassen kannst. Am 6. Januar tritt Mars in das Sternzeichen Stier ein. Das heißt, bis 3. März kann eine große Veränderung eintreten, die sich auf deine Finanzen stark auswirken wird. Diese Veränderung kann mit dem Themen Job, Wohnung und Familie in Verbindung stehen. Möglicherweise wirst du dich bemühen, dir eine neue Lebensgrundlage aufzubauen oder es gibt einige Dinge, die Ungewissheit mit Blick auf die Zukunft bringen. Am 8. Januar tritt Merkur in das Sternzeichen Wassermann ein. Bis 15. März wirst du Wege suchen, emotional und finanziell unabhängiger zu werden. Du wirst genau feststellen können, mein lieber Skorpion, was dich belastet und deine Weiterentwicklung hindert. Reparaturen und Renovierungen sind mit diesem Transit begünstigt. Autobesitzer werden ihre Fahrzeuge in Ordnung bringen müssen. Homeoffice und Fernlernen können bis März wichtig sein. Am 9. hast du Merkur Quadrat Mars. Bis 15. Januar dürftest du etwas angespannt, gereizt und aufgeregt sein. Viel Lärm und viele Aufgaben können dich überfordern und dir aus dem Gleichgewicht bringen. Zwischen 10. und 11. des Monats hast du Merkur, Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Eine tiefgründige Veränderung ist in deinem unmittelbaren Umgebung möglich und es kann sein, dass eine Veränderung notwendig ist, damit du zufriedener mit dir selbst bist. Diese Veränderung betrifft deinen Beruf und auch deinen Wohnsitz. Verschaffe dir den Freiraum, den du brauchst, mein lieber Skorpion, um du selbst zu sein. Am 12. des Monats hast du Merkur Quadrat Uranus. Teamarbeit kann als gemeinsame Anstrengung gesehen werden, etwas voranzubringen, das man alleine nicht schaffen könnte. Wir haben dann am 13. Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar können bürokratische und berufliche Angelegenheiten eine besondere Herausforderung darstellen oder als Hauptthema in den Vordergrund rücken. Wir haben dann am 13. einen Neumond in Steinbock. Besondere Vorsicht ist bei Geldtransaktionen und Online-Banking mit diesem Mond angesagt. Papierkram sowie schriftliche Ausarbeitung von Referaten und Hausarbeiten ist begünstigt. Du könntest bis Anfang Februar eine wichtige Nachricht erhalten, die tiefe Emotionen auslösen wird. Am 14. haben wir Venus, Trigon, Uranus. Es kann vorkommen, dass du vieles für eine Person regeln musst. Deine Hilfsbereitschaft und Flexibilität werden dir helfen, konstruktive Beziehungen zu bewahren. Auch am 14. haben wir Uranus direkt in Stier. Bis August 2021 dürftest du entweder mehr Abstand von manchen Menschen halten und deinen eigenen Weg gehen oder mit anderen Menschen als Team zusammenarbeiten und ein gemeinsames Vorhaben vorantreiben. Zwischen 15. und 17. haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Diese Konstellation beinhaltet ein großes Risiko, insbesondere finanzielle Risiken. Ja? Wahrscheinlich bist du etwas beunruhigt an diesen Tagen. Danach, zwischen 18. und 20. Januar, haben wir eine Konjunktion zwischen Mars und Uranus in Stier. In Sachen Liebe kann viel Neues entstehen.
Diese Aussage kann als positiv oder negativ je nach Geburtshoroskop interpretiert werden. Falls es eine Rechtsangelegenheit zu regeln gibt, dann wird man damit viel Ärger haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist dafür hoch, lieber Skorpion. Zwischen 21. und 24. des Monats haben wir Sonne, Konjunktion Saturn. Viele Skorpionen werden behördliche Wege und finanzielle Abstriche machen müssen. Und danach, zwischen 25. und 27. haben wir Sonne, Quadrat, Uranus. Die Kommunikation mit einem Vorgesetzter, Ämter oder Familienangehörige kann mit großen Anspannungen verbunden sein. Am 28. hast du einen Vollmond in Löwe. Bald wirst du ein großes Ziel erreicht haben und Anerkennung dafür bekommen. Am 29. Januar bilden Sonne und Jupiter eine Konjunktion im Wassermann. Du bist auf dem Weg, dir eine neue Lebensgrundlage zu schaffen, die für deine berufliche Weiterentwicklung unerlässlich ist. Am 30. am Monatsende hast du Merkur rückläufig im Wassermann. Bis Anfang März sind Verzögerungen in Bezug auf Bildung, Familien und Wohnungsangelegenheiten möglich. Renovierungen, Korrekturen und Reparaturen von Geräten sind mit dieser Stellung des Merkurs begünstigt. Lieber Skorpion, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Wenn du eine individuelle Einschätzung der kommenden Transiten bekommen möchtest, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen erfolgreichen Start in das Jahr 2021. Viel Erfolg, viel Gesundheit, lieber Skorpion, und wir sehen uns beim nächsten Video.